Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzdiva TV mit Christian Röhl, Finanzdiva-Analyst Jens Will und mir, Kate. Es ist Sonntagmorgen um 10 und ich frage mich gerade, Jungs, warum seid ihr eigentlich nicht in der Kirche? Also ich habe ja vor 9 Jahren geheiratet und hatte einen Trauredner, der ein ehemaliger Pastor war und der ein sehr schönes Buch geschrieben hat mit dem Titel Der liebe Gott ist auch schon ausgetreten. Ja, und ich bin also wirklich gläubiger Katholik, aber nicht Mitglied der Organisation, die den Katholizismus vorträgt. Was nicht heißt, dass es dort in der Kirche nicht auch ganz, ganz großartige Würdenträger gibt, an der Basis sowieso. Aber manchmal gibt es einen gewissen Konflikt zwischen Inhalt und Institution und den konnte ich für mich schon vor über 2 Jahrzehnten nicht mehr so ganz sagen. Also ich habe mit dem lieben Gott so eine Art Nicht-Angriffspakt geschlossen. Das heißt, wir respektieren unsere territorialen Grenzen und ich würde auch nicht zu Staub zerfallen, wenn ich eine Kirche betrete, aber ich halte mich von den Gebäuden sonntags fern und das wäre auch Hausfriedensbruch, wenn ich da eintreten würde. Christian, du bist ja nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern auch Publizist, Ehemann und Papa. Was würde denn deine Frau über dich sagen? Ach, gut, dass meine Frau gerade nicht da ist, sonst wird es sicherlich sehr ausführlich. Aber es wird wahrscheinlich ausführlich ganz nett. Also ich glaube, sie würde viel Gutes über mich sagen und sie würde einiges Lustiges darüber erzählen, dass es mir relativ schwer fällt, im Haushalt mit anzupacken und zu Hause Ordnung zu halten. Aber ja, jeder hat so seine Macken, ne? Du hast ja dein BWL-Studium im 3. Semester hingeschmissen. Angenommen, du musst mal in ein Assessment Center. Wie erklärst du den Leuten da, dass man es auch ohne Studienabschluss hierzulande schaffen kann? Also zuerst mal habe ich es ja nicht hingeschmissen, sondern die Universität Dortmund war damals der Meinung, sie müssten mich zwangsexmatrikulieren, nur weil ich es in dem Moment gerade wichtiger fand, ein Interview für meine Zeitung, das Going Public Magazin damals zu führen, als eine Vordiplomsprüfung abzulegen. Ja, also ich meine, die haben einfach die Prioritäten nicht richtig erkannt. Ansonsten, ich bin inzwischen ja selber Dozent an der Hochschule, an der FOM, der größten Hochschule in Deutschland seit über 15 Jahren. Und ich sage den Studierenden, so heißt es ja jetzt immer wieder, bloß nicht das machen, was ich gemacht habe. Eine Ausbildung ist natürlich die Basis und auch ein Titel hilft sehr, sehr viel weiter. Ich hatte damals halt eine besondere Situation, sowas wie der neue Markt, das sehen wir auch jetzt, sowas kommt nicht alle 10 Jahre wieder. Das war so eine Once-in-a-Lifetime-Chance und diese Chance habe ich einfach ergriffen. Ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht, weiß allerdings auch, dass ich dabei extrem viel Glück hatte, weswegen ich sehr dankbar und sehr demütig bin. Das ist nicht alles nur, dass man sagen kann, naja, ich habe alle sehr vieles richtig gemacht, weil ich so schlau war, weil ich so fleißig war und sowas. Ja, das sind alles notwendige Bedingungen, aber am Ende muss, dass so etwas klappt, ein so riskanter Lebensentwurf und ein so riskantes Lebensmodell auch das Glück mitspielen. Christian, was für andere sonntags der Tatort ist, das ist für junge Investoren einmal die Woche Echtgeld-TV. Die haben einen tollen Mix aufgestellt aus politischen Derblecken, aus Börsenstories, kurz und prägnant auf den Punkt. Ihr langweilt niemand mit langen Zahlenkolonnen, sondern ihr bringt eure Meinung ehrlich rüber. Und so ein bisschen ist es auch wie Waldorf und Stettler in meinen Augen, einmal die Woche. Also es ist immer eine große Freude, euch zu folgen. Wann hast du erkannt, dass du so ein Moderationstalent bist? Na, ich bin ja kein Moderationstalent. Also ich habe überhaupt kein Moderationstalent. Ja, als Moderator muss man sich ja selber sehr zurücknehmen und muss den Gast in den Vordergrund stellen. Das kann ich überhaupt nicht. Dafür bin ich viel zu sehr Egomane. Ich habe immer ganz gerne gesprochen. Ich habe schon in der Schule gerne Vorträge gehalten. Ich hatte das Glück auch wieder, dass mich, als ich 21 war und gerade mit Going Public am Markt war, Raimund Brichter mal anrief, ob ich nicht Lust hätte, am Abend zu ihm in die Telebörse zu kommen und mal was über Aktien am neuen Markt zu sagen. Das wurde dann relativ schnell institutionalisiert. Habe also immer sehr gerne Fernsehen gemacht, habe mich lange an YouTube nicht angetraut, ganz einfach, weil ich selber nicht YouTube gucke. Aber vor 3 Jahren haben Tobias Kramer und ich dann hier auf Mallorca im Pool
mal die Idee gehabt, wir machen mal zusammen was auf YouTube. Und das ist daraus geworden. Es ist natürlich immer ein Projekt im Fluss. Das Medium selbst ändert sich. Wir versuchen immer mal Dinge. Ich fand es sehr schön, dass du gesagt hast, wir machen es kurz und prägnant. Das kann man auch anders sehen. Die Sendungen an sich sind ja relativ lang. Aber wir versuchen natürlich immer viele Themen dort abzudecken, sodass für jeden etwas dabei ist. Insofern, es macht mir sehr, sehr großen Spaß. Und ich glaube, dass wir gerade auch in den nächsten Monaten bei echtgeldtv noch die eine oder andere schöne Innovation für unsere Zuschauer bereithalten können. Ich freue mich drauf. Was mir auffällt, ist, dass ihr empfiehlt in eurer Sendung Aktien und kurze Zeit später kommt eine Bank an und hat genau diese Aktien, die ihr empfohlen habt, in eurem Sparplanangebot. Wie erklärt ihr euch diesen Einfluss? Naja, also zunächst habe ich natürlich immer das Problem damit zu sagen, dass wir irgendetwas empfehlen. Das tun wir ja nicht. Wir sagen unsere Meinung und was dann jemand aus der Meinung macht, das ist dann ja halt das Risiko oder die Chance des jeweiligen. Und dafür können wir natürlich nicht haften. Aber es ist natürlich klar, wir sind auch mit Multiplikatoren in der Finanzszene ja ständig in Kontakt. Und man schaut natürlich auch dort unsere Sendung und man sieht vielleicht auch dann die YouTube-Kommentare. Und wenn dann Anleger schreiben, ja, tolle Aktie, aber es müsste sie im Sparplan geben oder naja, also da und da wäre nochmal ein anderer Handelsplatz ganz praktisch, warum gibt es nicht in Deutschland, dann ist natürlich schon so, dass eine intelligente Bank oder ein intelligenter Makler das auch als Inspirationsquelle nutzt. Ich denke aber, das ist nichts, was jetzt speziell für uns bei Echtgeld ist. Also ich kann mir vorstellen, dass auch zum Beispiel der Kanal von Kolja, wo ja auch mal die eine oder andere spezialisierte Aktie empfohlen wird, der eine oder andere da reinschaut und sagt, Mensch, was kann man denn daraus machen, um das für Anleger in breiterer Form zu erschließen. Wir haben vielleicht jetzt künftig wieder die Chance, gemeinsam mit unserem neuen Depotpartner Scalable Capital, weil wir mit Erik Potzowald auch einen wirklich engen persönlichen Draht pflegen, manche Dinge noch ein bisschen schneller umzusetzen. Das ist auch zumindest das Ziel von uns und von Erik. Und da wird sicherlich das eine oder andere passieren. Wie ist eigentlich der private Mensch Christian Röhl unterwegs? Wird er ständig auf Aktien angesprochen von Bekannten, Verwandten? Wird er ständig um Tipps gebeten? Oder kannst du den Privatmann zu Hause auslassen und den Investor bei der Arbeit? Ich trenne ja nicht so stark zwischen Privat- und Berufsleben. Ja, insbesondere, weil ich keinen klassischen Beruf mehr habe. Insofern ist das am Ende eine Melange. Ich bin da aber auch jetzt nicht böse drum. Habe das Glück, dass ich von Freunden jetzt nicht ständig gefragt werde, wie es denn mit Aktien aussieht. Aber es wird natürlich schon immer ein Thema, gerade jetzt, wenn es mehr Bewegung an den Märkten gibt, wenn der eine oder andere auch Aktien erkannt hat. Wirecard natürlich, da habe ich viele, viele Anrufe gekriegt. Letzte Woche hat mich mein Cousin besucht, mit ihm habe ich dann über Bitcoin gesprochen, dann fragte er mich nach IOTA, wo er natürlich als Unternehmensberater und Ingenieur mehr weiß als ich. Das war aber sehr, sehr spannend und es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag mich nur mit Aktien beschäftige, aber ich schaue natürlich immer ganz gerne hinter die wirtschaftlichen Hintergründe dessen, was wir so im Alltag erleben. Da muss ich auch sicherlich zugeben, dass mich Peter Lynch sehr, sehr stark geprägt hat. Sein Buch war in der Tat das erste Finanzbuch, was ich auf Englisch in den 90er Jahren gelesen habe. Beating the Street, also ich glaube, in der Wall Street einen Schritt voraus heißt es auf Deutsch. Und es hat mich natürlich schon geprägt. Du hast vorhin mal das Bildungssystem angesprochen, die Universitäten, die wirklich die Lebensrealität hintanstellen und auf ihre Scheine pochen quasi. Wie siehst du unser Bildungssystem? Macht es aus den Kindern mündige Bürger in Finanzfragen oder sind da Lücken offen? Wenn du als Kultusminister einwirken könntest, was würdest du ändern bei der Ausbildung der Kinder? Also zunächst mal nochmal zur Kritik am Bildungssystem. Ich muss dich natürlich auch mal, gerade was so die Scheine angeht, dann an den Hochschulen ins rechte Licht rücken. Da gibt es einfach gewisse Anforderungen. Diese Anforderungen muss man erfüllen, sonst werden irgendwann die Titel nicht anerkannt. Wir bemühen uns natürlich an der Form als Hochschule, Fachhochschule, natürlich immer auch das praxisbezogene zu Wort kommen zu lassen. Ich denke, dass wir das auch ganz gut schaffen, nicht nur im Rahmen des Curriculums, sondern auch mit angrenzenden Veranstaltungen und Events, die von den Studierenden wirklich sehr, sehr gut aufgenommen werden, obwohl ja
die FOM-Studierenden in aller Regel berufsbegleitend studieren, sowieso, also mit Studium und Beruf schon genug zu tun haben, sich aber trotzdem auch noch dann bisweilen engagieren, wenn da zusätzliche Veranstaltungen kommen. Ansonsten bin ich der Meinung, dass nach allem, was ich so erfahre im Alltagsleben, schon viel lebensfremde Menschen die Schulen verlassen. Da hat mal eine junge Frau gesagt, ich kann ein Gedicht in 5 Sprachen analysieren, aber ich weiß nicht, wie eine Kreditkarte funktioniert, und das ist ein großes Problem. Das ist eine, also sowas, wir reden dann häufig darüber, ja, es müsste Finanzbildung als Schulfach geben und da soll es dann um Börse gehen. Ja, es muss viel, viel eher anfangen. Es muss ansetzen mit der Prozentrechnung, es muss anfangen damit, was ist der Unterschied zwischen einer Debit- und einer Kreditkarte, wie funktioniert ein Ratenkredit, wie funktioniert ein Konsumentenkredit, worauf muss man achten bei einer Versicherung, und dann heißt es sofort, naja, es müsste ein Schulfach Finanzbildung geben. Das führt mir dann auch wieder zu weit, weil es ist ja diese selbe Lebensfremdheit auch in anderen Themen. Wir sehen das ja auch zum Beispiel bei der Ernährung, ja, gesunde Ernährung oder was muss ich für meinen Körper tun, was sind vielleicht auch gewisse Skills, die ich im Umgang mit Medien haben sollte. Also vielleicht, wenn man das Ganze in ein Schulfach packen müsste, wäre es meiner Ansicht nach nicht das Schulfach Finanzbildung, sondern eher das Schulfach Lebenswirklichkeit. Und da weiß ich auch gar nicht, ob das ein Schulfach ist, was man benoten muss, sondern das ist einfach ein Schulfach, wo man wie bei einer Arbeitsgemeinschaft einen Teilnehmerschein erwirken sollte. Und das aber dann wahrscheinlich von der 8. bis zur 12. oder 13. Klasse immer regelmäßig 1 Stunde pro Woche. Das würde viel helfen, dass dann nicht am Ende solche Fachidioten von der Schule kommen, die wirklich einen Schnittpunkt von Ebenen im Raum berechnen können, aber völlig überfordert sind, wenn es darum geht, meinen Handyvertrag auf die wesentlichen Parameter zu analysieren. Ich fühle mich ertappt. Wieso? Also du als Ingenieur wirst doch da kein Problem mit haben. Ich kann Schnittpunkte im Raum analysieren, aber... Du hast selber mal einen Schüler zu Hause. Ihr lebt ja einen sehr nachhaltigen Lebensstil. Ihr habt kein Auto mehr. Ihr seid Testfahrer für Fahrrad in der Innenstadt, habe ich in Post gesehen. Also, wenn du mal nach vorne blickst auf die Zukunft deines Sohnes, ist dann das Glas eher halb voll oder schon fast leer? Na, also ich bin ja immer überzeugt davon, dass das Beste noch vor uns liegt, weil sonst würde ich ja morgens gar nicht aus dem Bett finden. Ja, also diesen Zukunftspessimismus, den teile ich nicht. Und Warren Buffett hat vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren in seinem Shareholder Letter das mal sehr, sehr schön formuliert. Die Generation, die jetzt aufwächst, ist die glücklichste Generation aller Zeiten, wenn wir einfach mal den Durchschnitt geben. Natürlich gibt es in jeder Generation Leid, natürlich gibt es auch heute, gerade bei uns in Deutschland, auch viele arme Kinder, aber wenn wir einfach den Durchschnitt nehmen, müssen wir sagen, Kinder waren noch nie so gesund, hatten noch nie so viele Möglichkeiten, und daran wird auch dieser Einschnitt Corona nichts ändern. Insofern, ich bin wahnsinnig optimistisch, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wo die Aufgabe von uns Eltern natürlich liegt, ist, Kindern diese Möglichkeiten nachzubringen und ihnen dabei zu helfen, aus diesen Möglichkeiten die richtigen herauszufinden, die ihrem eigenen Typ, ihren Fähigkeiten und ihren Vorlieben entsprechen. Also ich bin sehr, sehr, sehr optimistisch und glaube, dass unsere Kinder irgendwann das auch an ihre Kindeskinder weitergeben können. Herzlichen Dank für eure Zeit und das legendäre Interview. Ich sehe, in Mallorca scheint es ziemlich heiß zu sein, und auch hier in Deutschland ist es das heißeste Wochenende des Jahres. Habt ihr noch einen guten und kostenlosen Tipp gegen die Hitze? Wieso denn einen Tipp gegen die Hitze? Hitze ist dazu da, um sie zu genießen. Und ich freue mich, dass jetzt endlich der Sommer da ist. Ich habe ihn vermisst. Ich habe gedacht, also wenn wir jetzt schon Corona haben, wäre es doch wenigstens ganz schön, wenn man sich dann wenigstens im Abstand
in die Sonne legen kann. Und die letzten Wochen hat das immer nur tageweise funktioniert. Also zumindest in Berlin war das Wetter nicht sehr doll. Entsprechend freue ich mich, dass ich jetzt hier auf Mallorca einfach mal die Situation habe, dass es wirklich schon vorgewärmt ist. Dass es hier seit Wochen lang richtig warm ist. Es ist super, super angenehm. Und da will ich nichts gegen die Hitze machen, sondern auf vielfältige Weise diese Hitze genießen. Über meinem Haus geht gerade ein Wolkenbruch nieder. Ich werde jetzt deinen Pullover anziehen. Also von dem heißen Wochenende spüre ich gerade nichts. Aber wenn es dann kommt, freue ich mich drauf. Das war unser Wort zum Sonntag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss nach München. Tschüss. Tschüss.